Ich bin der Toni Imholz, komme von Spieringen und mein Bruch ist das Pedalen. Das Pedalen ist eigentlich ein Taktschlag mit den Füßen. Es ist eigentlich zu vergleichen mit Stepptanz, aber es sind sicher ganz andere Welten. Pedaler machen vorwiegend ihre Schuhe selber. Das heisst, sie schneiden den Absatz abschneiden und dort kommt irgendein Herdholz drauf. Zum Beispiel bei mir ist jetzt ein Äpfelbaum drauf. Und der hat ganz einen speziellen Ton. Die ersten Schuhe, die ich gemacht habe, waren aus einem ausgedehnten Canapé. Pedalen ist eigentlich ein Werbetanz. Es ist ein Umwerben von der Frau. Und somit habe ich auch meine Frau kennengelernt. Auch dank dem Pedalen, ja. Nach einem längeren Unterbruch ist eigentlich ein Preispedalen in Toggenburg wieder aufgezogen worden. Wir sind dort auch immer als Teilnehmer dabei und sind immer wieder mit voller Motivation heimgefahren und haben jedes Mal zueinander gesagt, man sieht, in der Innerschweiz hat man auch wieder eins aufbauen und haben somit mit der Zusammenarbeit mit der 8. Gruppe Spieringen haben wir wieder das erste Schächendauer Preispedalen im 2011 durchgeführt. Die Tracht spielt in meinem Bräuchtum eine grosse Rolle. Zum Beispiel bei uns im Mürnerland sagt man dem das Hirthemmli. Das sind Zottali. Das ist eigentlich der Halsschmuck, den man trägt. Und das sind die Farben vom Kanton Uri. Mit der Unterstützung der Stimme würden wir den Gabentempo finanzieren für die Preispedale, was das eigentlich Preispedale auf die nächsten Jahre uns sicher gesichert sind. Bei uns in der Trachtengruppe haben wir Kindertanzgruppen und ein weiteres wäre auch, dass man den Nachwuchs fördern würde. Ein weiteres Projekt, das wir gerne unterstützen möchten, das ist das Toggenburger Preispedale. Ihnen dürfen wir eigentlich verdanken, dass die Pedale aufrechterhalten worden sind. Im Schächendal bin ich geboren. Im Schächendal bin ich aufgewachsen, das ist meine Heimat. Zum Schächendal gehört auch die Ländlermusik. Zur Ländlermusik gehört auch das Preispedalen. Und wenn ich pedalen kann, bin ich eigentlich der glückliche Mann.